die Heimatmelodie. Heute mit Öl, eine fantastische Band aus dem Odenwald. Ich freue mich, in den nächsten 2 Stunden diese Zeit hier mit den Jungs im Studio verbringen zu dürfen. Wir machen erstmal Musik. Ich bin Janosch Lehnhardt und das hier ist Hubert von Geusern. Hi. Radio HNA mit der Heimatmelodie. Heute im Studio Öl. Öl, Öl, Öl. Warum eigentlich Öl? Ja, das war ganz lustig damals. Zu unseren Anfangszeiten, da haben wir geprobt mit viel Getränken, viel Bier. Und auf einen der Bierpackungen stand halt so ein lustiger Name, also Übersetzung für Bier halt. Und das war dann Öl, ja. Und das fand man eigentlich ganz kurz und knackig und haben das dann übernommen einfach. Ja, Öl. Alles klar. Ja. Stimmt, oh. Stimmt. Öl. Abgeleitet vom Bier. Ihr seid mir jetzt schon sympathisch. Ihr habt einen Song geschrieben, eure letzte Nummer, die in den Rundfunkanstalten hoch und runter läuft, auch hier bei uns, Heart Beach, nennt sich das ganze Stück. Wie ist das entstanden? Ja, ist ganz lustig entstanden. Wir nehmen gerade ein neues Album auf und haben die Schlagzeugaufnahmen beendet. Und die Idee von Heart Beach, die ist noch so im Raum rumgeschwebt und haben uns gedacht, komm, wir haben noch eine Woche Zeit für Schlagzeug, nehmen wir einfach nochmal auf, ne? Und haben wir ein paar Pilotgitarren eingespielt, also ist noch nicht die richtige Gitarre, die jetzt irgendwie die nächsten paar Wochen reinkommt und so ist das Lied entstanden, haben wir gedacht, hier, das passt total zur EM, was für Radio HNA, haben uns gedacht, hier, komm, schicken wir gleich mal durch und ja, hat euch ja scheinbar etwas gefallen. Ja, vor allem unseren Hörerinnen und Hörern. Den hat es sehr gut gefallen und ich würde sagen, wir legen es einfach mal auf, dass jeder weiß, worüber wir sprechen. Öl mit Heartbeat. Hallo, wir sind Öl, ihr seid cool, ihr seid Radio HNA. Wir sind auch Radio HNA, wir alle sind Radio HNA. Wir sind alle Radio HNA, ihr hört unsere neue Single Heartbeat. Wir sind alle Heartbeat, ihr seid alle die Geilsten. Peace.
Musik von hier, Bands von hier. Radio HNA, die Heimatmelodie. Jeden Mittwochabend gibt es für die Newcomer der Region das Wertvollste, was wir haben. Unsere Sendezeit. Immer ab 22 Uhr hören Sie Bands, die Sie aus der Nachbarschaft kennen. Mal rockig. Mal ganz kuschelig. Und auch mal richtig witzig. Leider nur alle 5 Jahre Dokumenta. Immer am Mittwoch mit den Bands von hier. Immer von 22 Uhr bis Mitternacht. Die Heimatmelodie. Jetzt bewerben unter radiohna.de. Radio HNA mit der Heimatmelodie. Eben haben wir die neue Nummer gehört, Heartbeat, passend zur EM. Wir gehen jetzt aber mal 100 Jahre zurück. Wie ist Öl entstanden? Also Öl ist, glaube ich, wie ist Öl entstanden? Ich glaube durch Ablagerung. Okay, war ein Witz. Nee, das war Kohle, was ich so im Kopf hatte. Ja, seit wann gibt es euch? Seit wann steht ihr zusammen auf der Bühne? Seit wann rockt ihr den Odenwald? Also wir zu zweit auf jeden Fall schon seit Mai 96 als Öl. Ne? Mit dem bekannten Bierpackung. Ja, und in der Besetzung jetzt eigentlich erst seit 2007. Hat sich gefunden, was was zusammengehört, genau. Sozusagen, ja. Was denn das Besondere an eurer Musik? Wir covern eine ganz bekannte Band. Ja. Nee, wir machen eigene Musik und ja, eigene Musik, wie kann man das beschreiben? Fällt dir irgendwas ein dazu? Sascha, oder? Das Beste ist einfach, eigene Musik zu machen. Das ist halt das Allerbeste natürlich. Und halt mit den Leuten seit 2007, mit denen es halt wirklich super rockt und groovt. Ja, das ist super geil eigentlich. Ja, wir verkörpern vielleicht auch so etwas die Stimmung im Odenwald, ja. Also, wie kann man das verstehen? Wie ist denn die Stimmung im Odenwald? Ja, Odenwald ist ja schon eher so ein Grenzgebiet oder Randgebiet, sagt man ja dazu. Randgruppen, ja. Was kommt danach? Nach dem Rand, nach der Grenze. Ich glaube, Alaska wäre noch zu mit der Sibirien. Die Erde ist ja eine Scheibe, also nach dem Odenwald ist Schluss, genau, da geht's runter. Alles klar, okay. Und ihr bedient gerade noch so dieses Randgebiet, bevor es dann ja, genau, in den Abgrund geht. Ja, genau, und dann ist es zu Ende. Dann kommt nichts mehr. Letzte Band vom Abgrund sozusagen. Schön. Öl, die letzte Band vorm Abgrund. Wie entstehen denn eure Songs? Ihr sagt gerade, also ihr seid eine Band, die nicht unbedingt covert, also keine klassische Coverband. Was würdet ihr vielleicht auch regionalen Bands raten? Wie soll man da rangehen, um einen Song entstehen zu lassen? Also ich sehe es persönlich so, also bei uns ist so, dass der Jens und ich, also wir schreiben die meisten Lieder bei uns und mir geht es manchmal so, dass ich nachts aufwache und habe irgendeine Idee. Und die nehme ich meistens mit meinem Mobilphone, ja, nehme ich ganz kurz die Idee auf. Und aber die nächsten Tag dann aus. Also es kommt einfach so reingeschossen. Also wenn ich mich jetzt krampfhaft hinsetze und versuche, ein Lied zu schreiben, das ist ganz schwer. Es gibt da kein Rezept für sowas oder ein Lehrbuch für. Sowas entsteht, sowas kommt aus dem Gefühl oder wie können wir uns das vorstellen? Also natürlich, Musik ist immer eine Gefühlssache, aber ich denke mir, wenn man sich natürlich hinsetzt und nimmt jetzt einfach mal ein paar Akkorde zum Beispiel, jetzt geht's mal ins Eingemachte hier, in C, F, G, ja. Das ist eine ganz lustige Akkordreihenfolge, die auch ganz oft vorkommt. Und da macht man irgendeine Melodie drüber, summt eine Melodie und da hat man schon fast ein Lied. Dann bringt man ein bisschen Abwechslung rein und so könnte ein Lied entstehen. Okay. Oh no. Radio HNA, die Heimatmelodie. Radio HNA mit der Heimatmelodie. Alles über Öl gibt es auf radiohna.de. Da haben wir eine kleine Bandvorstellung gemacht und wie man direkt dann zu Öl gelangt. Auch das alles verlinkt zum Facebook-Kanal, zur Homepage, zum YouTube-Kanal und. Radiohna.de sind die Jungs, die heute das Studio zum Beben bringen, nochmal vorgestellt und wir schnacken gleich nochmal weiter. Please allow me to introduce Radio HNA mit der Heimatmelodie und heute Öl im Studio. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, Sebastian, ja, wie so ein Song entsteht. Da gibt es kein Lehrbuch für, gibt es auch kein Rezept für. Das kommt einem meistens nachts im Schlaf oder nach 7 Bier am Tresen. Oder. Ja, deshalb ja auch zum Teil der Bandname, ja. Also die Bierband aus dem Odenwald. Die Bierband aus dem Odenwald. Ja, was ratet ihr denn jungen Bands, die irgendwie in den
ersten Schritten sind, wie sollen die anfangen? Dann haben sie vielleicht einen Song langsam. Dann geht es ja über die Vermarktung bis hin zu, wie habt ihr es geschafft? Also was ein super Anfang ist, denke ich mir, wenn die Band schon so zusammen ist, ja, also steht fest, wer Schlagzeug spielt, wer Bass spielt, wer Keyboard spielt, wenn es ein Keyboard gibt, ja. Dass man sich einfach zusammenstellt und einfach mal losjammt, ja, also einfach mal irgendwas spielt, ja, und dann gibt es immer eine Person, die dann sagt, hier, das klingt gut, lass uns mal das und das machen. Das ist immer irgendein Ideengeber da und der kristallisiert sich automatisch raus. Wenn man dran feilt und was dran feilt und genau. Ich meine, man kann auch ganz wirre Sachen machen, gibt es bestimmt auch. Okay. Aber einfach mal rumjammen und probieren, da kommt immer was bei raus. Dann kommt was bei raus, dann wird es aufgenommen. Wie geht es dann weiter? Ja, also das ist eigentlich fast schon ein logischer Ablauf, wenn man jetzt so eine Aufnahme hat, also ein Demo. Man fängt ja da meistens mit dem Demo an und dann schickt man das einfach mal weg. Zum Beispiel zum Radio oder zu einer Plattenfirma und dann kommt meistens eine Absage. Und wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann gründet man eigentlich sein eigenes Label. Okay. Und ja, das ist schon eine ganz schöne Arbeit und das ist eigentlich, also finde ich, fast der beste Weg eigentlich, einfach alles selbst zu machen, ja. Also ein eigenes Label zu gründen. Und einen Vertrieb zu suchen, der deine Musik vertreibt, ja, und dann noch Freunde vom Radio zu finden, ja. Die dann auch noch so ein bisschen unterstützen. Ja, genau. Wie ist das so mit Marketing, Social Marketing? Seid ihr da auch aktiv? Ratet ihr das auch? Ja, auf jeden Fall. Momentan ist ja Facebook so die stärkste Plattform und würde ich jeder Band raten, macht euch eine Facebook-Seite, einen YouTube-Kanal, über Videos läuft ganz, ganz viel. Versucht ein Video zu machen, braucht keine super Qualität haben, muss irgendwie lustig sein, witzig. Also die Leute wollen auch was sehen, ja, genau. Die wollen die Hackfressen sehen, die hinter dem Song stehen. Genau, ja, genau. Und dann nehmt andere Leute für ein Video. nee, war natürlich ein Witz, ja. Und es muss einfach nur authentisch sein, wenn ihr seid einfach ihr selbst und zeigt es, wie ihr seid und dann kann es losgehen. Und Ruhe bewahren, es ist ein Ruhe langer, bewahren, genau, und vor allem steiniger Weg. Viel Zeit mitnehmen. Mhm. Langer Weg, langer, harter Weg. Langer, harter Weg. So, weil ihr ja schon 96 angefangen habt, euch gegründet habt. Da 1896, da war ja Facebook noch flüssig und richtig, auch diese komplette Social Community. Ja, da hat man gab da es einfach noch nicht. Da hast du wirklich noch die CD gebrannt, gepresst und richtig rausgeschickt. Ich kann mich noch erinnern, ich bin irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob jemand dabei war, ich bin mal nach Frankfurt zu Sony gefahren. Die waren damals noch in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch dort sind. Und also die Plattenfirma Sony und ich bin direkt mal ins Eingangsportal und bin direkt wieder rausgeflogen, ja. Wollte keiner mal eine CD haben oder unsere CD, ja. Echt, wie war das? Also bist du da hingefahren mit einer Platte in der Hand? Ja, ich bin stand noch... Stand dann Pförtner? Ja, genau, richtig, ja, und bin einfach rausgeflogen, ja. Also die haben mich nicht reingelassen. Ja, aber die Musik, das hätte doch irgendwie ein Milliarden-Gewinn für die sein können. Also ja, hören aber da noch nicht mal rein, oder? Ja, nee, also das ist wirklich ganz, ganz schwer, dass die sich die Zeit nehmen und da wirklich mal reinzuhören, ja. Weil es gibt ja auch wirklich Unmengen an Bands, ja, und auch wirklich viele gute Bands. Und mittlerweile ist ja so, dass die meisten jetzt einfach eine E-Mail haben wollen mit einem Link zum Song und ein Foto und dann hören die sich das an, wenn die Mail überhaupt ankommt, weil gibt ja mehrere Leute, die E-Mails verschicken können, ja. Und die sind einfach auch überfordert mit E-Mails und das ist gar nicht die Zeit da, um einfach da reinzuhören und also eine gewisse Penetranz, die man dann doch, ja, eine gesunde Penetranz, ja, die man dann doch irgendwie haben sollte. Auch haben muss, ja, weil ich könnte mir nicht am Tag so 200, 300 Songs anhören, ja. Also immer wieder probieren. Also ich hätte da nicht die Zeit dazu. Mhm. Ja, was dabei rauskommt, wenn man dann wirklich dran bleibt und viele Jahre immer wieder es versucht, hören wir jetzt Verein. Inside, she likes to find the one who's perfect for her lonely life. She is a bitch.
makes me skirt. She worked from 9 to 5. I like her eyes and she's my mom. Be dry since I rise her side. I wanna say out of the time. I wanna say it's so fine, fine, fine. So nice to know you. And I go, I wanna say fine, fine, fine. So nice to know you. And I go. I have a lot to do. My friends are crazy too. I went the battle through heartache. I'm a hopeless fool. I am a working boy. I know she'd bring me joy. She sees me every day and I go fully off the rail. But when she goes upstairs, it's my nerves. I wanna be the one who fills her heart with perfect love. I gotta stop to dream. One moment she looks sweet, she crossed my way to say hello to him. They drive away, far away. My heart feels lonely today. I wanna see it so far. Heiligen Hallen von Radio HNA. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier seid. Eine wahnsinnig gute, wahnsinnig sympathische Kapelle. Eher so aus dem südhessischen Raum, aber da ist ja auch schön. Sehr schön, ja. Da ist ja auch schön. Und die aktuelle Platte ist schon 1,5 Jahre her, hast du gerade gesagt. Ja. Kommt denn was Neues? Ja, es kommt was Neues. Wir sind, wie gesagt, gerade an Aufnahmen dran zu einer neuen Platte. Schlagzeuger ist schon drin. Zum Glück. Aber weniger Arbeit. Der Schlagzeuger ist so der Streber, habe ich das Gefühl bei euch. Der ist immer schon fertig. Ja, der ist ja, immer schon fertig. Furchtbar. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, wir haben jetzt 20 Songs aufgenommen und mal schauen, wer es von den Songs auf die CD schafft. Also Heartbeat ist ja so die erste Single auch, die wir vorhin gehört haben. Wird auf die Platte drauf. Ja, kommt definitiv auf die Platte auch drauf. Und ja, mal sehen, wer es noch so schafft von den Songs. Also super Material, meiner Meinung nach. Bin mal gespannt, wie es so wird. Und ich erst. Also im Dezember soll die rauskommen dann auf jeden Dezember. Fall. Dezember, ja, genau. Alles klar. Und bis dahin haben wir noch gut Arbeit. Quasi die Single-Auskopplung Heartbeat, die gibt es schon mhm. zu hören. Wo kann man die Mucke kaufen von euch? Auch den Titel Heartbeat? Den gibt es in jedem gängigen Download-Portal. Musikload, ja, iTunes. Ja, iTunes, Spotify, also. Alles klar. Über unsere Homepage und so kann man das auf jeden Fall erreichen. Ja, kein Problem. Oder das bei Radio HNA zu hören. Oder natürlich, HNA, also genau. Das alles verlinkt auf unserer Homepage, wie man an eure Mucke rankommt. Radio HNA, die Heimatmelodie. Die Heimatmelodie heute mit Öl bei uns im Studio. Und Öl kann auch ohne Strom. Und das hören wir gleich mal. I got my
Die Heimatmelodie hier bei Radio HNA, heute mit einer Band aus dem Odenwald. Mal gucken, wie lange sie noch im Odenwald aktiv sind, weil wir hatten es ja eben schon. Eventuell wird es nach Dubai gehen. Ja, die erste Mail kam eben. Die erste Mail kam eben. Da hat nur irgendein Scheich was von Öl gehört und hat sofort gemeldet. Hat gesagt, Öl da, hier, ab zu mir. Nein, ihr wart auch Unplugged unterwegs. Und daraus ist auch eine sagenhafte Scheibe entstanden. Erzähl doch mal, wie es dazu kam. Ja, super Sache. Wir haben ein Unplugged-Konzert gemacht mit ganz viel Unterstützung von ganz lieben Freunden. Also wir haben Streicher dabei gehabt, ein Sextett, noch ein, was war noch dabei, Kontrabass, noch ein kleiner Chor. Also wir waren insgesamt, glaube ich, fast 13, 14, 15 Leute und haben dann ein Unplugged-Konzert aufgezogen bei uns in einem super schnucklichen, schönen Club. Da passen so knapp 300 Leute rein. Es war auch sofort ausverkauft. Ja. Und also hat uns super viel Spaß gemacht. Wir haben, ich glaube, wie lange war das Konzert? 2,5 Stunden? Ja. Das war aber einzigartig, also einmal dieses Konzert, oder seid ihr tatsächlich Unplugged dann auch rumgetourt nochmal? Ja, wir hatten danach ein kleines Problem. Das da wäre. Weil wir, wir wurden dann oft öfters gefragt, hier Jungs, ihr müsst bei uns auch mal so ein Unplugged-Teil machen, ja. Und haben dann wirklich ein paar Konzerte hier bei uns in der Gegend gemacht, also Unplugged. Mhm. Und haben dann auch teilweise verlost über Facebook. Über Facebook, Wohnzimmer-Konzert verlost. Ja, okay. Das war total super. Ja. Oh, cool. Ja, ein Plug klappt auch. Ja. Ja, du sagst eben, es war irgendwie ein Problem dann. Was war das Problem? Ja, weil so als Rockband bist du ja erstmal so auf ganz laute Gitarren eingestellt. Ja. Also selbst so, es muss laut und Krach. Also war es ungewohnt machen, ja, für euch selber. Ja, ungewohnt, ja. Aber doch jetzt eine absolut neue Erfahrung und also jedes Mal wieder. Ja. Also wir haben auch wieder Unplugged-Konzerte geplant. Okay. Jetzt zum Beispiel. Wo die nächsten? Demnächst in Erbach bei uns auf dem wunderschönen Wiesenmarkt? Fest. Genau. Wiesenmarkt. Okay, also das wird auch ein Unplugged-Konzert sein. Ja, genau. Wie finanziert ihr das, 13 Musiker auf der Bühne? Ja. Das ging so unter der Hand irgendwie. Ne? Finanzamt weiß Bescheid. Brauchst du eine Rechnung? Nee, machen wir. Bloß keine Rechnung. Nein, aber ich stelle mir das, also ihr seid normal zu fünft unterwegs? Genau. Zu fünft unterwegs, so, und jetzt zu 13. Die wollen ja alle irgendwie eine Scheibe vom Brot abhaben. Ja, es ist wirklich also super gelaufen und da hat jeder was abbekommen. Jeder hat was abbekommen, alle waren also zufrieden. Also hat jeder ein Bier bekommen. Mehr wollen Musiker ja meistens gar nicht. Ja, stell ihnen ein Bier hin und es läuft. Und wie ihr Unplugged klingt, das hören wir jetzt. Hope haben wir uns rausgesucht. Öl, Unplugged.
sind da, wo vorher noch keines war. Leider nur alle fünf Jahr Dokumenta. Bei Radio HNA. Radio HNA mit der Heimatmelodie und heute Öl bei uns in den Studios. Habt ihr euch eigentlich irgendwann mal überlegt, an so einer hier, es gibt heute diese Bandcastings oder Musikercastings, Castingshows sind ja gerade. Man wird ja nur noch was, wenn man in einer Castingshow war. Ne? Ja, auf jeden Fall, Man kommt ja nur noch groß raus, wenn man in einer Castingshow war. Also, unsere Band ist ja auch zusammen gecastet von uns selbst. Ja. Von euch selbst? Ja, ich musste mich selbst hier reinwählen in die Band. Hast du auch selbst dann so Sprüche gebracht, so ey, heute klingelt ihr wie ein Hund, dem man einen Stock in den Arsch steckt? Ja, genau. Hey, Junge, tu mal den Stock aus dem Arsch hier. Und ja, egal. Ja, und ja. Spiel da drauf Gitarre oder so. Oder wie Dieter Bohlen sagen würde. So, wenn ich meinem Hund irgendeinen Currywurst in den Arsch schiebt, dann macht er solche Geräusche. Nee, tatsächlich, was haltet ihr denn von diesem ganzen, von der Generation Casting? Generation Casting ist natürlich ein absolutes Medium. Sagt man Medium dazu? Nee, Plattform. Eine absolute Plattform für Leute, die wirklich auch singen können, ja, also die jetzt keine Möglichkeit. Okay, nee, sind wirklich ein paar dabei, die auch. Was will der Sänger uns damit jetzt sagen? Ja, das ist also, okay, ich formuliere es anders. Es ist für gewisse Leute eine Plattform, ja. Ja. Und es ist ja schon ein kleiner Erfolg, dann zumindest für ein halbes, dreiviertel Jahr für die Künstler und bei einigen passiert auch wirklich danach noch was. Und ich finde es toll, also ist ja auch manchmal lustig, da reinzuschauen, ja. Dieter macht es ja ganz toll. Sagenhaft, ja, natürlich. Sagenhaft. Ja, aber ja, für aber in erster Linie ist es wahrscheinlich eher Richtung Kommerz gezielt, natürlich, ganz klar. Ja, natürlich gibt es da bestimmt gute Künstlerinnen und Künstler. Aber das ist nicht euer Ziel. Nee, aber wir waren ganz lustigerweise auch mal bei so einer Castingshow. Welche war das? Das war die Fame Academy. Okay. Sagt das hier noch was? Nee. Die war so, das sollte mal so ein Pendant zu Deutschlands guten Superstar werden. Da lief, glaube ich, eine Staffel. Ist auch eine Band draus entstanden. Ich weiß gar nicht, Become One hießen die, glaube ich. Okay. Übrigens ein Freund von uns, oder ein Mitlehrer bei unserer Musikschule hat damals diese Show gewonnen mit drei anderen Leuten. Und da habt ihr teilgenommen? Wir haben da nicht teilgenommen, wir haben da einen Soundcheck für Raymond gemacht, der allerdings bezahlt wurde. Also Musik wird auch bezahlt. Okay, aber wie denn Soundcheck für Raymond? Ja, die haben da die Kameras eingestellt, also wirklich einen Sound gecheckt für die Show, für die Live-Show. Wo dann kommt nicht Raymond selber, sondern der bucht da eine Band? Da kommt dann Öl aus dem Odenwald. Die den Soundcheck macht und lustige Leute kennengelernt, war eine ganz nette Sache. Wir waren da einen Tag in Köln. Okay. Ja. Ist ja auch schön. Ja. Band Contest, ich weiß, dass wir haben uns sogar kennengelernt, ne, bei einem Band Contest. Ja, genau, richtig, ja. Richtig, wo ihr damals auf der Bühne standet und auch sagenhafte Shows hingelegt habt. Wie habt ihr da nochmal irgendwie was gerissen auf Band Contest? Ich glaube, wir haben so in Anfangszeiten haben wir schon so ein paar Band Contests mitgenommen. Gibt es immer diese Staffel auch in Frankfurt, in Butch Cup und so, wie hießen das? Emergenza, stimmt, genau, da sind wir auch mal weitergekommen, so ein paar Runden, ja.
War auch ganz nett. Wir haben uns da Schlagzeugfälle verdient. Ja, Schlagzeugfälle. Also du bekommst, wenn du dort spielst, so erstmal eine Ausstattung an Schlagzeugfällen, Sticks und so, Blacks, ja. Also die Blättchen für die Gitarre. Okay. Total cool, ja. Also, ja, war okay. In der Batschkappe gespielt, Batschkappe in Frankfurt. Batschkappe Frankfurt kennt jeder. War auch ziemlich kennt man voll, auch in Nordhessen. Also, war ja. Super, ja. War gut. Und Live-Konzerte, da gibt es Videos bei YouTube. Yes. Yes. Kann man mal vorbeiklicken und sehen, wie ihr so auf der Bühne drauf seid. Genau, zum Beispiel von unserem Unplugged-Konzert in Partatten-Michelstadt. Genau. Haben wir vorhin Hope gehört und Sound of the Forest. Ein schönes Festival im Odenwald. Wunderschönes Festival im Odenwald. Sehr zu empfehlen. Da gibt es ein paar Live-Videos und... Ja, das war's eigentlich schon. Einfach mal reingucken. Einfach mal bei YouTube vorbeiklicken. Ja, da kann man viel gucken. Gut, und das Ganze verlinkt auch auf radiohna.de. Radio HNA, die Heimatmelodie. Radio HNA mit der Heimatmelodie und heute Öl hier bei uns in den Studios. Und wir schnacken gleich nochmal ein wenig über die Band und erst hören wir nochmal eine Nummer von Öl. Yeah. Oh, the brain ain't no time for anywhere. Still so young, get nothing to lose. One kick for the fun, one kick for everyone. Oh, one two piece. Whoa, whoa, one two piece. Two better and smart like my brother. Some bad and social things. Give me the world. So take care of us. Eigentlich bei jedem Konzert. Wir testen das Publikum, also euch jetzt mal aus. Ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal die kleinere Hälfte. Wir machen hier mal einen Cut, ja? Können wir den bis ganz hinten machen oder ist es kompliziert? So Körperteilung oder so? Okay, wir fangen hier an. Whoa. Whoa. Okay, gut. So, jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Whoa. Hey, es geht lauter. Whoa. Jetzt mal die Mädels. Whoa. Jetzt die Jungs. Noch mal die Mädels. Oh. Ich glaube, also die Mädels. Ich sagen,
der mehr ist. Echt lauter. Was ist mit euch Jungs los, Mann? Hey. Wir hatten jetzt mit so einem Drei-Mann-Chor geplant für den nächsten Auftritt, aber wir nehmen auch 180, ja, das ist auch kein Thema. Wir müssen uns nur vielleicht eine größere Location suchen, Mann. Denkst du an Rock am Ring oder so? Facebook und unter radiohna.de. Radio HNA mit der Heimatmelodie, die so langsam zu Ende geht. Schade. Schade. Gehen wir mal ein bisschen weg von der Musik und hin zur Kunst. Oh. Ganz Kassel ist ja gerade im Dokumentarfieber. Könnt ihr damit was anfangen? Ja, Brad Pitt. Brad Pitt hat tatsächlich auch die weite Reise in Kauf genommen. Über Stock und Stein ist er hierher gewandert. Mhm. Von, ich glaube, Hollywood nach Kassel. Toll, also die Berge haben ja schon was von Hollywood hier. Ich glaube, er ist durch den Odenwald gelaufen. Ja. Ja, muss er ja, ne? Er ist durch den Odenwald gelaufen. Ja. Absolut interessant. Und da sollte auch jeder mal hingehen. Ja. Sollte man sich einfach mal anschauen und wenn jemand Zweifel hat, der sollte hingehen, vielleicht gehen die Zweifel dann weg, ja. Also für mich die Chance absolut, geben. Ja, genau, Zweifel die Chance geben, ja. Hinzugehen, anzuschauen. Absolut interessant, kann ich mir vorstellen. Ich war jetzt persönlich noch nicht dort, ja. Aber du wirst die Gelegenheit noch nutzen, ja, mal auf die Dokumenta zu gehen. Auf jeden Fall. Was, ihr kommt ja aus Südhessen. Wir sind ja hier in Nordhessen. Ist das schlimm für euch, nach Nordhessen zu kommen? Gar nicht. Nö, gar nicht. Der Wald ist genauso, komischerweise. Wie sind die Leute anders hier als in Südhessen? Wir hatten noch gar keinen Kontakt. Außer zu uns? Außer der Pförtnerin und dir. Ja, die Pförtnerin unten, das ist eine waschechte Nordhessin, aber sie ist okay. Ja, auf jeden super, Fall. Super. Ja, sie ist okay. Sachlich zum Hörer gegriffen und uns angemeldet, aber das war okay. Ihr seid Südhessen. Identifiziert ihr euch mit dieser Region oder könnt ihr euch auch vorstellen, nochmal Südhessen zu verlassen in die weite Welt? Oder ist das tatsächlich eure Heimat und bleibt die Heimat? Also ich muss ehrlich gestehen, also ich bin Fan vom Odenwald. Okay. Odenwald ist für mich meine Heimat. Wir waren schon öfters unterwegs, wir haben auch schon deutschlandweit gespielt, ja, und überall toll, ja. Aber da, wo man geboren ist, da schlägt schon das Herz. Ja. Da schlägt das Herz. Ja. Ja. Aber das ist auch schön, mal hier in Kassel zu sein. Nervt nee. Euch denn irgendwas an Südhessen? Nervt euch irgendwas an Hessen insgesamt? Also, mir fällt jetzt direkt... Aus dem Odenwald ist es halt immer ein bisschen schwierig, rauszukommen. Da brauchst du mindestens eine Dreiviertelstunde, bis du auf einer Autobahn bist überhaupt, ja. Okay, also Infrastruktur. Ja, Fahrerei hast du halt immer. Ja. Bis du mal irgendwo wegkommst und so. Wobei es natürlich auch ein Vorteil ist, es kommen auch nicht, viele Leute zu euch, die euch genau. auf den Sack gehen. Aber wir sind jetzt auch Breitband vernetzt. Ja, das ist hier 50 MB. Ah, das heißt, ihr habt jetzt auch Internet, oder was? Ja, wir haben jetzt Internet schneller, genau. Boah. Sogar Strom haben wir jetzt seit etwa... Strom habt ihr auch? Ja, so 13, 14 Jahren. Nee, natürlich ein Witz. Er ist ja Biblis in der Nähe, die pumpen ja rüber. Nee, ja, Biblis genau. ist ja abgeschaltet. Gibt es Biblis noch? Ist eigentlich abgeschaltet. Also ist abgeschaltet, haben, ne? Teile haben es abgeschaltet oder ich weiß nicht, ob schon komplett. Und die wollen es auch ja, aber okay, Odenwald, okay. Genug Brennholz habt ihr. Ja, also Odenwald ist natürlich ein Gebiet, was von vielen so belächelt wird, aber das ist Warum? Gar nicht so. Ja, man sagt immer so, ah, so Hinterwäldler, ja.
Und also ist meiner Meinung nicht so. Natürlich, die Infrastruktur ist eine Katastrophe im Odenwald, ja, was aber auch seine Vorteile hat, ja, weil es ist wirklich absolut ein absolutes Naturgebiet, auch ganz, ganz viel Kunst im Odenwald, ja, auch schöne Feste und okay, das macht für mich den Odenwald aus, ja. Auch das Volk, das ist, man kann wirklich sagen, die sind so ein bisschen, wenn ich jetzt was Schlimmes sage, das ist aber positiv gemeint, hängen geblieben. Ja, also da ist wirklich ein Zusammenhalt da. Der Odenwald ist im Prinzip eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja. Und das ist, das finde ich ganz toll. Ja. Und natürlich wäre es ganz schlimm, wenn man nur einen Odenwald kennt, man soll da schon mal raus, ja. Aber man ist immer wieder froh, wenn man zurückkommt, weil es einfach ganz herzlich ist. Und ich meine, Kassel ist bestimmt genauso. Ich war nicht so oft in Kassel jetzt, ja. Aber auch wunderschön hier, also. Also man kann beobachten, auf jeden Fall im Odenwald Leute pendeln, wirklich, was weiß ich, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, keine Ahnung. Die tatsächlich im Odenwald auch leben möchten, bewusst, genau, in Frankfurt zum Beispiel arbeiten, ja, aber dann... Ganz, ganz viele, ja. Und ja, viele auch, die in unserem Alter so sind oder wie auch immer, die studieren dann irgendwie jahrelang woanders, ja, leben vielleicht schon, aber die kommen echt, also viele wieder zurück, wo du dann denkst, ey, du warst so weg, ja, irgendwie jahrelang, ja, ich bin wieder da und so. Okay. Ist schon... schon, das ja, spricht für sich, irgendwie für den Odenwald auch, dass das irgendwie dann doch wert ist, dort zu leben. Ja. Also machen wir an dieser Stelle mal ein bisschen Tourismus-Marketing. Eine Reise in den Odenwald ist auf jeden Fall drin. Definitiv. Sollte jeder mal vielleicht den nächsten Urlaub im Odenwald planen. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, ja. Alles genau, klar. Ja. Und wenn man wenn man wissen will, Sehenswürdigkeiten wissen will, man kann euch anschreiben. Ihr gebt dann Tipps. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns an und wir machen dann auch persönliche Führung. Ja, das ist doch ein Angebot. Alles klar. Also wer persönliche Führung durch den Odenwald haben möchte, von einer Rockkapelle, einfach anschreiben. Die Daten gibt's auf radioheinz.de. Also es wird nicht nur eine Kneipentour, okay? Es wird nicht nur eine Kneipentour, okay? Also es gibt auch noch was anderes. Ja. Außer Wirtshäuser. Genau. Ja. Wir sind gespannt. Ich werde mich vielleicht mal zu so einer Führung anmelden. Ja, cool. Radio Heiner mit der Heimat Melodie und Öl. Und diese Sendung geht wie jede Sendung irgendwann mal zu Ende. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr kommt auch bald mal wieder, spätestens im Dezember, wenn die neue Platte erscheint. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war uns eine Ehre und auf jeden Fall sind wir im Dezember wieder da. Schade, dass schon vorbei ist. Öl, alles zum Nachlesen, Nachklicken, Nachhören auf radiohna.de, da seid ihr verlinkt mit allen Wegen, die zu euch führen. Die letzte Platte, The Merging, kaufen, 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 auch die gibt's auf unserer Homepage, den Weg zu der neuen Platte. Großartige Scheibe. Jetzt noch kaufen, kaufen, kaufen und dann sparen für die nächste Platte im Dezember. Genau. Yeah, genau. Dankeschön. Und wir hören jetzt von der Platte The Merging den Titel The Merging.
Facebook und unter radiohna.de.